Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Khalid und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von GTA 5, meine Freunde. Ja, Freunde, wir waren zuletzt bei Mati Madrazo. Ich muss ein bisschen den Controller weghalten, sonst hört man die Stimme doppelt. Michael, I'm looking through my appointment book and I don't see your name. Yeah, well, I'm more of a walk-in guy, Doc, you know that. Walk-ins are more expensive, but I'm always happy to accommodate. Sure, you'll accommodate me as long as I got money in my pocket, right? Hey, I'm in a bad way, Doc. I might come by soon. Okay. Oh, ich hoffe, man hört das nicht doppelt jetzt, ey, Mist. Ja, Freunde, auf jeden Fall, wir sind wieder mal back, mittendrin. Nach dem Intro kam ein Anruf vom Psychiater oder was weiß ich, wie der auch heißt. Und ja, wir fahren mal zurück in unser Zuhause. Wir sind übrigens gerade in der Michael-Version. Und ja, moin, ich habe eine Runde um mein Haus gemacht. Und ja, Freunde, wir haben zuletzt, wie gesagt, Mati Madrazo sein Penthouse zerstört. Was wir jetzt ihm natürlich zurückzahlen müssen. Und wie ich denke mal, da wir jetzt zu Hause sind, wird es jetzt eine kleine Ehekrise geben, wahrscheinlich. Mal gucken, ich glaube, die ist jetzt... Keiner ist im Haus, glaube ich. Es ist abends. Oh, es ist abends und er ist alleine vor der Couch. Oh, vergessen. Könnte glatt meinen, dass ich was bin. Your linear entertainment, go watch porn, just go away. Shit. Fuck you! What the fuck? Disrespectful little asshole! I can't believe you did that! That's my TV! You don't talk to me like that! I can't believe you! Mom was right about you! You don't know any better and you can't help it, but you're an asshole! Yeah, well, why don't you do something then? Besides just stand there. Why don't you hit me? Is that what you want, to be hit by your son? Yeah! No! I just... Why you to do something? Besides, sit there, eating. Yeah, great. Thanks for the fucking guidance, Dad. It means a lot. Wait. I'm just trying to help you. Yeah, well, nothing says I love you like smashing my fucking TV. Nothing at all. I'm sorry. Just wish we could do things together. Yeah, what things? I don't know. Go for walks. Play ball. You know I have bad glands. Yeah. Bike ride then. Bike ride? You want to go on a fucking bike ride? Fine, fine. Let's go on a fucking bike ride. So, Freunde, wir machen einen kleinen Spaziergang. Ich glaube, ich weiß, wo das enden wird. Ja. Mal schauen, was am Ende daraus wird. Aber ich habe mal so eine Vermutung. Ja, genau. Kleine Radtour will er machen. Halt der Ort, wo die meisten Promis immer unterwegs sind, wahrscheinlich. Ja, klar. Das ist ja immer in die Richtung, wo ich auch fahren musste. What's the big deal? If anything goes wrong, you can just fake your death and start all over. How am I meant to develop my own moral sense? So, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns direkt an der nächsten Station, wenn es weitergeht. Bis gleich. Yeah. Anyway, I always knew you were the kind of person who didn't let other people get in the way, but I hadn't like seen that happen. So, Freunde, wir sind angekommen. Wir parken mal. Sehr, sehr geile Park. Ja, wollte eigentlich ruhig parken und nicht so. Egal. Dann gehen wir mal. Mach da die Tür zu. Oh, scheiß drauf. Gehen wir mal uns ein Rad, Bike oder sonst was holen. Benta. Nachname. Hey, you! Two bikes. Take your pick.
So, der will das, okay. Dann nehme ich, auch wenn ich ein bisschen alt bin, hätte schon Bock auf das BMX hier. Aber wir nehmen es mal viel gechillter. Wir nehmen hier so ein Chuck. Nein, Mann! Ey, jetzt hat der 20 Dollar rausgenommen, was soll das? Ich wollte es viel gechillter haben in so einem Chopper. Warum fährt er nicht? Achso, mit X fährt man. Mach ich R2 auf dem Auto. So, Freunde, wir wollten, ich wollte so ein etwas gechillten Chopper-Bike haben. Früher war man immer mit BMX unterwegs. Heute willst du mal viel gelassener haben. Aber ich merke auch, wenn ich schneller fahre, wird man nicht schneller. Sondern langsamer, aber egal. Kann der Sohn uns vielleicht ein bisschen voraus sein. Aber mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Und ja. Ach. Platz der Schädel gleich, Alter. Die haben mit Kopfschmerzen aufgestanden. Na da. So, jetzt sind wir da. That's it. Number one, pal. You owe me a TV. Hey, I never agreed to that. You know, this is real nice, Dad. Bonding, good times. Yeah, well, I'm giving it my best shot. Hey, we're having fun, right? You wouldn't know fun if it sat on your face. Ah, come on. I mean, why do I have to hold your hand through this whole midlife crisis bullshit? And why don't you stick your nose up Tracy's butt sometime? Because Tracy doesn't buy cars she can't afford so that thugs break in our house. Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht. Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV. You don't talk about your sister that way. Well, I'm sorry, but it's true. I mean, according to her Life Invader page, she's hanging out with producers and porno guys this afternoon. What are you talking about? Actually, it's all happening right out there. What? That boat that makes yours look like a refugee raft? You know the kind of boat, the one that makes a young, impressionable girl drop her pants and spread her legs. This is the reason you brought me here, isn't it? You fuck. Ach du Scheiße. Dad, wait. Was ist das denn? Dad. Oh shit. Let's go, Action. Action, Action. Boah, Alter, wie geht man? Wie kann man nochmal schwimmen hier? Was ist das denn hier, ja? Sind wir hier richtig schön im Meer hier? Sieht doch mal sehr gut aus. Da bekommt man wieder richtig viel Lust und Laune, an den Strand zu gehen. Man muss ein bisschen Luft holen. Ach scheiße. Ein Auge bekommen. Dann gehen wir mal zu den Produzenten. Boah, Alter, ich bin so lost wieder. Dann gehen wir mal zu den Produzenten und halten die auf, bevor die Tochter noch, ihr wisst schon was, wird. Und müssen uns jetzt schön ranschleichen. Auf jeden Fall schöne Flagge, gefällt mir aber nicht. Wie heißt dieses Boot? Boah, warte, müssen wir uns einmal reinschleichen. Dynity Los Santos. Okay. Mal gucken. Wir gehen mal die rechte Seite. Oh, okay. Hey, Mantri. Whoa. Plus, we're taking you out of here. Dad, you're embarrassing me. These are my friends. Yeah, you're embarrassing her, dude. They're shooting porno here. They shoot porno all over town. Mom rented our house to them last summer. That was what? Your house? Yeah. Man, you got a killer pad, Mr. Isn't it awesome? Let's go. Those walls can talk. You think I do it? Hey. No. Hey. Hey, cool, man. Dude, what are you doing? Hey. Fuck, man. I like them. What's the problem? You're such a jerk. Come on. Dad, you dumbass. These guys are serious. Yeah, well, so am I. Who's causing the scene of my fucking boat? Oh, motherfuckers. Okay, das sieht nicht gut aus, Freunde. Das sieht echt nicht gut aus. So, wir müssen abhauen. Wir müssen abhauen. Wir werden gerade gejagt mit Waffen. Nix gut. Ab geht's. Die Post kann abgehen, Freunde. So. Das Ding lässt sich mal wieder prima steuern, wie bei FIFA.
Und wir versuchen jetzt mal die ganzen Verbrecher hier loszuwerden. In der Zeit fällt mir leider momentan nichts ein, womit, was ich mit euch bequatschen kann. Sonst hätte ich es längst getan. Kommt mir hier ja so Amsterdam oder hier wie Florenz hier vor, also hier diese, wie ist die Stadt nochmal? Boah, keine Ahnung. Gab's doch mal so eine Stadt, wo man, scheiße, falsche Richtung, Mist! Falsche Richtung, shit, Alter. Boah, Alter, voll vergessen, falsche Richtung. Weg, schnell hier, weg. Ich hätte einmal, ehrlich gesagt, echt Bock auf so einem, wie soll ich sagen? Boah, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Hätte einmal echt Bock, so einen Bootsführerschein zu machen. Wieso nicht? Mal ein bisschen hier rumfahren. Doch mal mega geil. Was Neues, Interessantes. Aber, weiß nicht, ich war halt nie der Typ so. Also, immer wenn wir mit dem Schiff in die Heimat gefahren sind. War mir eigentlich nie so schlecht, oder? Weil ich hab, es gibt ja mal Leute, die das halt nicht vertragen können, dass man halt diese Sehschwäche hat und einem kotzübel wird, aber bei mir war es noch nie der Fall. Ich hoffe es auch, dass es nie der Fall sein wird, weil sowas wünsche ich halt auch keinem, ne? Und hätte ich schon mal Bock, so einen Bootsführerschein zu machen. Natürlich, das ist ja kein Boot, ein Jetski, aber Jetski macht natürlich auch Bock, ne? So, da haben wir. Okay. He's the fucking asshole, okay? He smashed my TV and he took me to the beach. The beach with my skin. So what, you send him out to spoil my day too? I didn't know that he was gonna come get you. I just told him where you were. You know, he got that crazy look in his eyes, you know, like he gets sometimes, and he just went. I'm getting a cab. Coming with you. How about I just drive us home? You ruined my life. Jetzt steht dein Vater, der steht Michael da wie so ein Behinderter. Ja, Freunde, wir haben die Mission geschafft. Ja, sind jetzt wieder am Venice Beach. Rauchen uns eine Zigarre. Ganz gechillt. Und ja, das war, denke ich mal, eine etwas kurz und knackige Folge. Natürlich machen wir hier direkt weiter in der nächsten Folge. Weil ich will nicht halt so Folgen rausbringen, die so wahnsinnig lange dauern. Und ja, da ist mein Fahrrad. Wie geil. Maike, meine Kohle, wo bleibt die? Du willst sicher nicht, dass ich dich nochmal besuche. Nächstes Mal wird's echt übel. Double M, Marty Madrazo. Ja, Freunde. Ich wollte die Folge halt jetzt nicht so lange machen. Alter, wie kann man mit einem Fahrrad bitte so eine Pflanze kaputt machen? Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, weil ich keinen Bock habe, dass ihr gelangweilt halt so lange Folgen gucken müsst. Deswegen machen wir schön Mission für Mission, arbeiten uns dann dadurch und dann würde ich sagen, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, kommentiert, was ihr kommentieren möchtet und dann würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Felix ist draußen. Ciao.